Ausschreitungen gab es auch in Berlin. Vor dem Brandenburger Tor versammelten sich zunächst knapp 500 pro-palästinensische Demonstranten. Aufgerufen zu der nicht genehmigten spontanen Kundgebung hatte die umstrittene Samidun-Gruppe. Sie bezeichnet sich selbst als Solidaritätsnetzwerk für palästinensische Gefangene. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiv und feindlich gegenüber Polizei und Journalisten. Später kam es dann zu Krawallen im Stadtteil Neukölln. Barrikaden brannten. Polizisten wurden mit Böllern beworfen, die Beamten setzten Reizgas und Wasserwerfer ein. Es gab eine noch unbekannte Zahl von Festnahmen. Erst am frühen Morgen beruhigte sich die Lage. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.